Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Puki. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute gibt es mal wieder eine Folge Brawl Stars. Wir sind doch schon direkt im Game und ihr seht schon, ich bin hier mal wieder mit meinem Bro Glücksrad unterwegs. Und wir werden heute mal im Solo Showdown, auf der Map Wirbelhöhle mit zufälligen Brawlern spielen. Und oh mein Gott, ich bin so gespannt, ob das was wird. Der Unterschied zum letzten Mal, ich habe wieder mehr Pokale bekommen. Das heißt, im Prinzip, die Gegner werden noch schwerer. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht irgendwie Leon oder Jesse bekomme, weil wenn ich die tilte, ist es unendlich ekelhaft. Und ihr kennt das im Solo-Showdown. Jeder ist am Teamen und ich will eigentlich nicht teamen. Deswegen, ich will mich auf sowas gar nicht herablassen. Ich mache sowas nicht. Deswegen gibt's sowas auch hier nicht, ne? Ich würde sagen, wir rollen jetzt auf jeden Fall mal. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. In einer Woche könnte hier schon Karl drauf sein. Also genau am Freitag. Am Freitag kommt ja Karl raus. Um 9 Uhr in der Früh. Ich denke mal, ihr habt das alle mitbekommen. Wer es nicht mitbekommen hat, hier, zack, verfügbar in 3 Tagen 20 Stunden. Also jetzt vom Aufnahmetermin her ist das genau am Freitag um 9 Uhr morgens. Und ich freue mich auf jeden Fall schon. Dann könnte der, wie gesagt, auch auf dem Glücksrad drauf sein. Und wenn ihr euch auch auf Karl freut, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, 3000 Likes müssen wir schaffen. Let's go. Wir spinnen das erste Mal. Let's go. Full Power. Und das ist... okay, ein Glücksfeld. Alter, habe ich Glück. Shelly, Nita, Poco oder Daryl. Und ich würde fast sagen, ich nehme da jetzt mal Daryl, weil ich schwöre, ohne Scheiß, mit Daryl, ich bin ein Tier geworden. Keine Ahnung, ob das jetzt auch so ablaufen wird. Das ist natürlich die erste Runde heute, deswegen nicht wundern, sollte ich jetzt total verkacken. Aber ich gebe mein Bestes. Der hat 400 Pokale knapp. Ja, auf der Map geht der eigentlich auch klar. Das einzige Problem ist halt, ja, ich weiß gar nichts. Nee, wir schauen einfach. Ey, komm, Alter, bin ich zu dumm, die Kiste mit 3 Hits zu holen. Das war wieder mal einfach nur Dummheit von Pookie, ne? Zack, let's go. Hier in der Mitte sind noch 2, aber da chill ich erstmal, weil bevor ich da... Okay, komm. Kurze Pause, Leute. Am Samstag findet das erste Team Onyx Turnier statt mit $300 Preisgeldern. Also auf jeden Fall richtig, richtig nice. Wenn ihr dabei sein wollt, Leute, 256 Teams haben voraussichtlich Platz, also Dreier-Teams. Ihr könnt euch gerne anmelden. Über den Link unten in der Videobeschreibung wird von der ESL veranstaltet und bei mir und bei Clash Games live am Samstag ab 17 Uhr gestreamt. Also ist auf jeden Fall nice. Seid auf jeden Fall dann beim Stream dabei und wenn ihr Bock habt mitzumachen, dann meldet euch gerne mit eurem Team an. Ich laber einfach gar nicht. Ich mach's einfach. Let's go, zack. So, die Shelly, die war da irgendwo... ja, das war so klar, dass die kommt. Deswegen bin ich auch einfach mal weggegangen, zack. Und auf die Shelly, also die Shelly ist so das größte Mega-Opfer. Nee, aber die Shelly kann mich auf jeden Fall easy wrecken. Vor allem sollte ich niemals in die reinboosten. Das ist der größte Fehler, den man machen kann mit Daryl. Selbst wenn man die Star-Power hat. Also ist einfach nur dumm. Macht sowas auf keinen Fall. Ich habe schon oft genug probiert und beim eigenen Leib erlebt. Das ist einfach nur ekelhaft. Die bekommt direkt ihre Ulti, weil sie dich so am Weg sogar schon anhittet. Und dann, wenn du da gelandet bist, sage ich jetzt mal... oh nee, ein Random-Team. Dann bist du total am Arsch und sie haut einfach die Ulti drauf, zack, du bist tot. Da kannst du nichts machen. Digga, dieses Random-Team ist einfach nur ekelhaft. Das ist einfach nur ekelhaft, deswegen hole ich mir jetzt auch einfach mal den Dynamike hier. Okay. LOL, was ein Ehrenmann. Digga, das ist echt ein Ehrenmann aus dem Buche. Wirklich, Leute, das ist crazy, der Barley. Ah! Nee! Komm! Ja, danke, Barley ist tot. So, der Rico ist hier am Start mit 2 Cubes. Ich muss auf jeden Fall mal regenerieren. Aber Leute, die Runde läuft ja schon mal. Also, Daryl macht auf jeden Fall Bock, ohne Scheiß. Vor allem die Star Power ist einfach... schau, ey, es ist so ekelhaft, Mann. Was macht denn die Shelly hier im Busch? Digga, es ist... nee, ganz ehrlich, ich will jetzt Shelly bekommen. Warte, da war ja eh Shelly zur Auswahl. Bin ich ein Vollidiot. Oh mein Gott, okay. Wir rollen das nächste Mal. Wir rollen nochmal. Zack, let's go und... ich will jetzt nochmal das Glücksfeld. Ich will jetzt nämlich Shelly bekommen. Ich will jetzt auf jeden Fall Shelly haben. Dynamike. Oh mein Gott. Ich dachte, es wird nochmal das Glücksfeld. Das wäre ultra geil. Aber es ist leider, leider Dynamike. Ja. Könnte schwierig werden, sage ich jetzt mal. Wir müssen auf jeden Fall einen Win heute holen. Aber das mit Daryl hat ja voll gut geklappt. Und auf einmal kommt ja wirklich eine Shelly aus dem Busch. So, und Digga, Shelly, ich kann nichts machen. Also, sorry, aber das ist einfach... zu stark. Ich kann einfach zack, ein-, zweimal draufballern, hat die Ulti schon ready und ich bin tot. Da ist die nächste Shelly. Die will teamen. Teamer-Noob. Teamer-Noob.
Hör auf, dich zu spinnen, du dumme Ho. Oh, sorry für den Ausdruck. Ey, ich raste so aus! Ich hab das Licht ausgemacht. Warum spiele ich auch so dumm? Denke ich überhaupt nach, was ich hier gerade mache? Ich weiß es nicht, also keine Ahnung. Ach, Leute, let's go. Nächster Spin. Nächster Spin. Frank. Frank geht auch klar. Let's go. Zack, wo ist er, der Schöne? Hier, da ist die Shelly, hier ist Frank. Zack, let's go. 370, ja. Digga, den Dynamike, den musste ich jetzt echt mal tilten, ne? Ich tilte den schon so heftig. Der war schon, glaube ich, auf 460. Nee, ja, doch. Ungefähr, ich glaube 460 war der. Der ist jetzt nicht mal auf 400 mehr. Also, keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Dynamike, Alter, oh mein Gott, vor allem im Solo-Showdown, einfach nur ekelhaft. So, das wird jetzt auch ekelhaft, vor allem mit Shellys, mit Bulls, mit sowas, weil die muss ich halt einfach früh genug wegpredikten, so in der Art. Wenn die dann einmal dran sind, bin ich machtlos. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob das eine gute Idee ist, dann mit Frank direkt in der Mitte zu chillen, aber ich mach's einfach trotzdem mal. Oh nein. Oh mein Gott, Digga, das ist überhaupt nicht gut. Ah, scheiße, Digga, in der Mitte können die überall lauern, die kleinen Lelix. Deswegen aufpassen. Ja, und genau das meine ich, Leute. Genau das meine ich! Ey, ich könnte kotzen, überall diese Shellys, Mann. Leute, wenn ich jetzt nicht Shelly roll, ich raste total aus. Was bekommen wir? Tara. Ey, das ist nicht wahr, Alter. Was bekommen wir denn da für einen Crap, Alter? Wie stellt sich das Glücksrad denn vor, dass ich auf der Map vor allem die größte Shelly-Abfuck-Map? Wie soll ich denn da was holen mit Tara? Mit Frank? Das ist einfach nicht möglich, Digga. Oh mein Gott, habe ich ein Glück. Schau, schon wieder eine Shelly. Überall, also das ist die ekelhafteste Map. Da sind nur Shellys am Start und das ist einfach nur schlimm. Also ohne Scheiß, Leute. Das ist einfach nur ekelhaft. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich hasse das. Es ist so schlimm, Mann. So, Barley, was geht, mein Kollegus? Zack, zack. Barley ist gleich tot. Und das war's mit dir, Barley. 5 Cubes habe ich jetzt. Und das sieht mir ganz stark nach einem random Team aus. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber... Oh, Heidewitzka, ne? Also wenn das mal kein random Team ist, dann weiß ich auch nicht. Okay, aber ich konnte die gut eigentlich umgehen, ne? Da kommt jetzt ein Leon, das ist nicht wahr. Ey, was ist denn das? Guckt euch das mal an! Was ist das denn? Hä, wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin? Leute, das ist die größte Rage-Folge hier. Also ohne Scheiß, ich bin so kurz vorm Ausrasten. Also, das macht einfach keinen Bock. Let's go. Spin the wheel. Und wir bekommen... Oh mein Gott. Pam. Pam, Alter. Oh mein Gott, okay. Pam geht aber eigentlich klar. Ich meine, gegen die Shellys kann ich mit Pam trotzdem nichts machen. Aber, Alter. Nee, komm. Bitte. Bitte einfach keine Shellys, die da zusammen rumlaufen. Oder auch alleine. Ist einfach nur ekelhaft. Komm. Ey, Leute. Ihr erlebt mich wahrscheinlich selten so im Rage. Aber es ist einfach diese Glücksrad-Challenge. Die raubt mir wirklich den letzten Nerv. Es ist wirklich... Es ist einfach nur... Oh, ich könnte das so ausrasten. Vor allem, ich spiele schon generell nicht gerne so Solo-Showdown. Aber wenn man dann noch mit random Brawlern auf so einer Map spielt, die eigentlich nur gut für Shelly ist und Bull und sowas im Solo-Showdown, ist es einfach nur Kacke. Und das Ding ist, ihr habt es ja eh gesehen. Da sind ja wieder nur Shellys und Bulls am Start. So, der Bull, der läuft halt auch einfach nur weg. So, da kann ich ja auch nichts machen. So, da ist noch ein Bull am Start. Also, ja, das ist halt einfach Shelly-Bull-Map. Alles andere kannst du vergessen da. Das ist einfach nur schlimm, so. Let's go. Komm jetzt. Ey, Digga. Will der die ganze Zeit abfangen spielen? Der Vollidiot, Alter. Ich check ihn nicht. Also, so, ich check die Leute halt einfach überhaupt nicht. Come on. Okay, da ist ein anderer Bull. So, jetzt läuft er nochmal. Nee, ja, doch, er läuft nochmal zurück. Und das war jetzt sein Ende, weil jetzt kann er nicht noch öfters zurücklaufen. Also, let's go. Er läuft wieder in die Richtung. Junge, was ist denn mit dem Bull los? Jetzt mal Real Talk. Ist ja der größte Vollidiot gewesen, den man sich so vorstellen kann. Let's go. Wir shooten da mal ein bisschen hin. Oh Mann, Alter. Da kommt ein Bull von unten. Da kommt eine Shelly von oben. Ach, die will teamen. Okay. Die will den Team-Move machen. Ihr seht's gerade. Aber Leute, mit mir lässt sich nicht teamen. Wobei das gar nicht schlau ist, jetzt auf die Shelly zu gehen. Fuck. Egal, ich hau einfach ab. Ich hau einfach ab. Ich will gar nichts zu tun haben mit der. Oh mein Gott, da ist direkt ein Bull im Gebüsch gewesen. Aber sowas von close war da. Ey, warum muss ich denn wieder alles auf der linken Seite abspielen? Check ich einfach nicht.
Ich will gar nicht wissen, wie Klaus der Bull hier schon wieder ist, der andere. Oh mein Gott. Okay, ich geh rein. Ich bin drin. Oh! Der Bull geht auch rein. Okay. Juckt mich aber nicht. Die können ruhig kämpfen hier. Okay, die haben auch gekämpft. Let's go. Die Shelly hole ich jetzt, mit der ich gerade vorhin geteamt habe, ne? Okay, warte mal. Scheiße, Digga. Oh, nee. Oh, nee. Ah, es ist so schlimm, Digga. Es ist so schlimm. Mann. Okay, wir rollen nochmal. Wir haben immerhin Plus. Ich will jetzt einmal gewinnen. Also, wenn ich jetzt keinen Bull bekomme oder so, dann... Ey, dann ist es vorbei. Wirklich. Au. Scheiße. Und wir bekommen Crow oder Genie. Oh mein Gott, was? Oh, warte, was ist denn jetzt passiert? Warum habe ich denn noch eine Runde gestartet? Hä? Digga, wann habe ich denn auf noch... Oh mein Gott, ich... Es ist der größte Fail ever. Komm, ich laufe jetzt die ganze Runde nur rum. Ich mein's ernst, ich laufe die ganze Zeit nur im Kreis und mach gar nichts. Okay, vielleicht schieße ich hin und wieder mal den ein oder anderen Brawler ab, aber... Digga! Komm her, Shelly. Shelly. Oh, ist das ekelhaft. Was wollt ihr denn? Okay, komm, ich will einfach kein Minus machen. Ich spule das mal kurz vor. Ich laufe jetzt einfach mal irgendwie die ganze Zeit nur rum. Bro, war das close. Der Dynamike ist gerade ein Ehrenmann gewesen, dass der mich nicht geholt hat. Hätte er easy machen können, jetzt mal Real Talk. Ja, hat er auch gemacht. Naja, immerhin Dritter. Also ich glaube, es ist einfach schlauer, einfach nur rumzulaufen, ne? Merke ich mir für die Zukunft, wirklich. Einfach nur lächerlich, Digga. Let's go. Wir rollen nochmal und... Ja! Ihr seht's, Leute. Also dieses Ding ist tatsächlich noch auf dem Bull. Also kein Witz, Leute. Wir können jetzt endlich auch mal mit Bull spielen. Oh mein Gott. Und wenn ich jetzt reinkacke, dann ist es echt peinlich. 344 Pokale. Ja, geht, ne? Also könnte mehr sein, aber keine Ahnung, ich spiele wohl halt nicht so gerne, sage ich euch ganz ehrlich, Digga. Ich habe das größte Unluck beim Spawn. Keine einzige Kiste. Hier oben könnten drei Kisten chillen. Drei Kisten könnten hier chillen, hier ist gar nichts. Okay, ich muss einfach in die Mitte straight. Ich muss straight in die Mitte und da ist ein anderer Bull. Wo ist denn der jetzt hin? Hä? Okay, der ist einfach weggegangen. Dann juckt mich das auch nicht. So, der Dynamike, zack, let's go. Der weiß niemals, dass ich hier bin. Digga, den kann ich gleich so hart trollen, wenn er da reinlaufen sollte. Oh, nee. Ich glaube, ich sollte mich nicht zu sehr auf den fokussieren. Bruh, da ist noch ein Bull. Digga, wie viele Bulls sind denn hier? Und Digga, schau, das ist halt... Schau, jetzt habe ich einmal Luck und bekomme Bull. Und jetzt habe ich einen Cube, den ich in der Mitte geholt habe, weil hier außen nichts war. Was ist denn das für ein Pech? Also, hier sind doch Minimum mal zwei Kisten für den Start oder so. Noch ein Bull, der da einfach drin chillt. In einem fucking Busch irgendwo. Junge, ich könnte echt kotzen mit den Leuten hier. Was ist denn das für ein ekelhafter Spielstil? Also, ich check's nicht. Es kann doch nicht deren Ernst sein, dass die da einfach im Busch chillen und warten, bis wer durchläuft, hä? Was ist das denn? Jetzt mal Real Talk. Okay, da kommt der nächste Bull. Jetzt ist der andere, also der Wikinger, so ein bisschen gesandwiched eventuell. Wenn der andere jetzt hier... Ja! Sehr gut. Kämpfen die jetzt wenigstens? Sehr gut, die sollen sich ruhig bekämpfen, Leute. Die sollen sich ruhig bekämpfen. Ich bin dann so der, der einfach abstaubt, aufentspannt und einfach gar nichts macht, ne? Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt raus reinboosten hätte sollen. Oh, lol. Das wird jetzt interessant. Das war überhaupt nicht durchdacht. Keine Ahnung, was ich mir da überlegt habe. Ja, Leute. Es läuft genau gleich ab wie mit der Pam. Ich laufe einfach nur rum. Ich glaube, das ist auch einfach die beste Taktik, ne? Ja. Da laufe ich in eine Shelly. Man kennt sie, eine Shelly im Busch, Alter. Und Vierter. Komm, wir machen noch eine letzte Runde. Ich will jetzt noch einen Sieg holen. Jetzt noch eine geile Tryhard-Runde. Mit, schauen wir mal, wer hier rauskommt. Und das ist Tara. Ey, komm. Nicht schon wieder Tara, Mann. Ey, die hatten wir doch gerade schon. Egal, wir zocken die gerne nochmal. Full Concentration now! Wow! Okay, wir haben wenigstens Kisten am Start. Das ist schon mal gut. Das ist immer schon mal gut, wenn man hier Kisten am Start hat. Das heißt, ich kann mit der Runde schon mal was anfangen. So, let's go. Zack. Da kommt schon ein Bull. Der hat schon zwei Cubes. Okay. Ich gehe mal nach oben. Da müsste auch irgendwer anderes sein. Ja, da ist auch ein Barley. Okay. Und ein Dynamike. Barley und Dynamike. Und da unten kommt die erste Shelly schon. Die wird richtig abfacken. Zack. Die hat aber noch einen Hit bekommen. Und da oben kommt ein Barley. Ey, komm, jetzt sandwicht mich doch nicht schon so ekelhaft am Anfang.
Die Runde hat doch gerade erst begonnen. Warum muss ich denn jetzt hier wieder das Opfer sein, was von jedem gesandwiched wird? Oder von zumindest zwei, ne? Ja, komm, lauf ruhig weg, Shelly. Lauf ruhig weg. Ich will nur meine Ulti entspannt aufladen und dann, ja. Ja, komm, wir holen uns erstmal den Barley. Digga, teamen die? Also Barley und Dynamite? Ich denke schon, oder? Würde es uns keinen Sinn machen, weil die attackieren sich einfach gar nicht. Ja, die teamen. Okay, dann weiß ich jetzt, was zu tun ist. Ich muss den Dynamite holen, der hat mehr Cubes. Oder den Barley und den Dynamite. Ey, komm, Bull, jetzt habe ich hier gerade so einen Ehrenmove gemacht. Bleib mir fern. Bleib fern, Bull. Okay. Drei Leute leben noch. Ey, Leute, wenn ich die Runde hole. Okay, ich habe Ulti ready. Oh mein Gott, komm, Bull. Warte, ich muss eigentlich den Bull battlen. Scheiße, ich kann da nicht reingehen. Fuck, Mann. Okay, ich muss eigentlich nur warten, bis die sich attackieren. Ich kann da jetzt echt nichts machen. Also sorry für die Noob-Taktik hier gerade, dass ich hier chille. Aber soll ich da jetzt reingehen und direkt von dem Bull kassieren oder von der Shelly oder sowas? Okay, warte, die kämpfen. Oh, das ist noch ein Bull, das ist noch ein Bull. Let's go. 11 Cubes! Bruder! Wie soll ich denn das bewerkstelligen, Alter? Nein. Und ich sehe ihn nicht mehr, das ist immer ekelhaft. Das ist immer ganz ekelhaft. Ja, das war's komplett, Digga. Das war's komplett. Naja, okay, wir sind Zweiter geworden. Kann man mehr erwarten? Warte mal, warum habe ich plus 6? Wenn ich Zweiter werde, hä? Null? Null? Kann ich mich nicht erinnern, dass es so viel Dings abgeworfen hat früher, aber kein Plan. Vielleicht hat sich da was geändert. So, Sonderangebot und die Gratiskiste hole ich mir auch noch. Drei Juwelen. Alter, geil. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's hier mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst gerne mal ein kostenloses Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich werde nie wieder mit diesem scheiß Glücksrad spielen, außer ihr wollt das unbedingt. Deswegen... haut rein, Leute, und lasst einen Daumen rum. Ciao. Yeah, hundreds on my bed, flexing with the bill. Roses in my wallet and I'm flexing it for real. Racks and racks and racks, I look like rookie of the year. Frontin' with the cash, it's getting moody over here. Hundreds on my bed, flexing with the bill. Roses in my wallet and